Der Schweizer Wochenrückblick. Heute kein Loch. Gotthardtunnel ist ein Mythos. Luftloch. Schweizer Boxer trifft Gegner nicht. Finanzloch. Teure Woche für die Swisscom. Die Swisscom muss 71,8 Millionen zahlen. Das ist die Strafe für ihre marktbeherrschende Stellung. Der CEO hat die Buße der Wettbewerbskommission wegen Behinderung des Markts erhalten. Goppalani noch einmal! Jetzt bin ich gerade mal 5 Minuten weg gewesen. Jetzt glaubst du schon nicht, oder? 71,8 Millionen. Das zahle ich nicht. Wegen Behinderung. Ich stehe ja gar nicht auf dem Behindertenparkplatz. Nein, das zahle ich nicht. Viel Spaß beim Mahnungen schreiben. Das klingt jetzt so forsch. Am Tag, als die Swisscom ihre Buße erhielt, brach zudem ihre ganze Infrastruktur zusammen, weil der CEO so viele Telefonate machte. Hallo? Hallo, Rechtsabteilung? Hört, die Millionenbuße nicht zahlen, die habe ich im Fall verrissen. Hallo? Rechtsabteilung? Keine Verbindung. Was ist los heute? In wenigen Tagen soll der neue Gotthardtunnel eröffnet werden. Doch der existiert gar nicht. Verschwörungstheoretiker sind sich einig. Die Regierung hat den Durchstich nur gefaked. Die Bevölkerung wurde systematisch angelogen, auch über die Weltrekordlänge des neuen Tunnels. Damit es immer lang, länger, noch länger etc. Sicherlich eines der größten Schwindelunternehmen, die Menschheit je gesehen hat. Jahrzehntelang hat die Regierung dem Volk vorgemacht, diese Röhren existieren wirklich. Ein billiger Trick, der allerdings viele Menschen getäuscht hat. Und dann kommt man auch lockerer raus aus dem Tunnel, dunklen Tunnel eigentlich. Tatsächlich existiert der Tunnel nur virtuell. Kameraleute des Schweizer Fernsehens haben die Gotthardröhre am Computer erschaffen. Dieses Video ist nun versehentlich aufgetaucht. Das Video, also das ist echt doof gewesen, ja. Und tatsächlich sieht das ja für mich sehr verdächtig nach einem Filmset aus, das Ganze. Denn Sie wissen ja, dass auch beim Film sehr viel mit Kamerafahrten gearbeitet wird, mit Schienensystemen. Experten haben schon lange bezweifelt, dass es den inneren Kern des Gotthards überhaupt gibt. Erzähl mal ein bisschen über den inneren Kern. Und all die Gastarbeiter, die den Stollen gegraben haben sollen. Wie hat die Regierung ausgerechnet Italiener zum Schweigen gebracht? Die haben Eide geleistet, die haben sich verpflichtet, an der Operation mitzuwirken. Mhm. Sie haben auch mit Sicherheit sich zum Schweigen verpflichtet. Ein Beweis für die These, dass der Gotthardtunnel gar nicht existiert, ist der Stau, der sich immer wieder vor dem falschen Eingang bildet. Extrembergsteigerin Evelyn Binzak nimmt die Herausforderung an. Sie will als erste Schweizerin der Welt den Gotthardtunnel auf dem Velo durchqueren. Trotz der Angst, dass da gar kein Tunnel ist. Das sind natürlich jetzt diffuse Ängste, das sind ja nicht reelle Ängste. Da sie auf Sherpas verzichtet, muss sie ihr ganzes Gepäck auf ihrem Velo transportieren. Das ist wirklich nur das Allernötigste dabei. Wir sind mit dem Velo da. Die Regierung hat beim Staatsfernsehen bereits diese Fake-Inszenierung von Binzaks Durchquerung durch den nicht existenten Tunnel angeordnet. Wir kommen zum Sport. Die ganze Schweiz hat beim Titelfight des Schweizer Boxers Cercai mitgezittert. Glücklicherweise war der Kampf schon nach Sekunden vorbei. Damit löste sich auch die Spannung. Sie haben ein dumpfes Gefühl im Kopf, Sie haben Spannung rings um den Kopf. Sie haben leichte Kopfschmerzen, Sie haben schwere Kopfschmerzen, der Kopf ist belastet. Experten analysierten die schnelle Niederlage. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist fertig. Ich glaube, ich habe in meiner Kindheit im Kaunertal schon gelernt, dass man sehr unterschiedlich sein kann und trotzdem gerne und respektvoll miteinander umgehen und miteinander leben kann. Cercai selbst will immer noch Herr der Ringe werden. Mir zählt nur der Ring, oder? Und der Ring ist überall, wohin ich gehe, ist der gleiche Ring. Die viel schöneren Kämpfe gibt es sowieso in der Schule. Im Kanton Basel-Land dürfen die Lehrer ihren Schülern nun wieder den Handschlag geben. Allerdings dürfen die Schüler neu zurückschlagen. Eine aktuelle Meldung. Nun wird gegen das marktbeherrschende Monopol der Swisscom in E-Mail und Telefon ermittelt. Genau dort wollen die Fahnder die Swisscom überführen. Ich glaube, wir müssen eine Zacke zulegen im Bereich der Telefonüberwachung, Mailüberwachung, DNA-Analyse. Ich glaube auch, dass die Internetfahndung, die heute hohe Hürden da sind, dass das vereinfacht muss werden.
Aktennotiz an alle Mitarbeitenden. Ab sofort sind Mails nur noch mit Handschuhen zu schreiben, damit auf der Tastatur keine Fingerabdrücke hinterlassen werden. So, und jetzt noch senden. Senden! Gott verdammt nochmal! Das Internet geht doch nicht! So wie früher, bei PTT, telegrafieren!